Hallihallo, Leute, Kampffreunde und Elder Scrolls-Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Elder Scrolls Legends. Heute werden wir uns im Versus-Kampf mit meinem aktuellen Mordkrieger-Deck begnügen. Wir sind Rang 3. Ja, so lange habe ich gespielt schon. Soweit, wobei ich das in einem Tag geschafft habe quasi. Ich habe da 5, 6 Stunden gespielt, bin gleich Rang 3 gekommen. Dann war der Monat zu Ende und ich war Rang 4 oder 5. Und dann bin ich jetzt nach ein paar Tagen spielen wieder Rank 3. Und in Rank 3 geht es ein bisschen harsch zu, ja. Also, das ist mein Deck, wie ihr seht. Da sind Karten. Ich habe den reingepackt, weil er eine Zweier-Kreatur ist und mir Gesundheit gibt für jede Kreatur, die beschworen wird. Und. Hi. Und mein Deck basiert darauf, viele Kreaturen auf einmal auszuspielen. Demzufolge ist das eine sehr gute Karte. Und wir haben den Vorteil, dass wir den haben. Unser Gegner hat schon mal ein ähnliches Deck, nur hat er es mit Intelligenz gepaart, wenn wir eben auf Willenskraft und Ausdauer gegangen sind. Oh, er zerstört meine Kreatur. Schade. Die hätte ein bisschen was machen können. Dann machen wir es eben auf die Art. Zack, zack. Den kann er nämlich nicht so einfach. Der hat Schutzschild. Das ist einer meiner Lieblingskarten, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen habe ich mich für Ausdauer entschieden. Weil Ausdauer hat diese Karte. Ausdauer ist toll. So. Naja. Das Schöne ist, ich kann den zerstören. Und für 4 kann ich hier mal einen Haufen Karten ransetzen. Ja, haben wir wieder einen Haufen Minions. Mit einer Karte. 4-4er. Also 4-1-1er ist quasi wie ein 4-4er. Allerdings gibt es hier, ich habe ein paar Karten, die meine kann aufpushen. Oh, jetzt kann er 2 Schaden schießen auf den da wahrscheinlich. Bäm! Tja, so geht das. Egal, ich habe auch ziemlich viele Prophecy-Karten im Deck. Da. Hey, so seht ihr ja die, die ich gerade gezogen habe, zum Beispiel. Schade. Weil ich muss eigentlich mehr Leben als mein Gegner haben, damit der Effekt zustande kommt. Habe ich nicht im Moment. Wir machen jeder 4 Schaden. Er hat einmal 4 Schaden Vorsprung. Oh, das ist eine Karte, die werde ich wohl mumifizieren. Wollen wir die ausspielen? Nee. Hat er Glück. Scheißkarte. Im Moment, weil ich hier 4 habe. Oh, das ist gut. Dann können wir die nämlich doch ausspielen. Allerdings werden wir den hier ein bisschen mumifizieren. Weil, so. Und dann greifen wir mal nicht an. Weil ich nicht will, dass die Rune zerbricht und er noch mehr Handkarten hat. Erstmal müssen wir das Feld stabilisieren. Da, seht ihr. Er hat gerade eine Stärke von 8. Und ich nicht. Oh, und? Trifft er wieder? Natürlich. Oh, hat er nicht. Hat er nicht getroffen. Okay, interessant. Problem ist jetzt, schauen wir mal, wir können für. Ich werde die wahrscheinlich aktivieren jetzt erstmal. So, und wieder beenden. Wir müssen aufpassen. Wir müssen versuchen jetzt, ihn sein Feld zu klauen und unseres aufzubauen. Irgendwas Gutes wird zum 2-2er. Wir haben noch sau viele Zerstörungskarten im Deck. Leider zieht er jetzt einen seltsamen Atronachen. Ist das ein Atronach? Ja, okay. Frost-Atronach. Daedra. Ah, okay, die müssen im Namen quasi das. So, wer greift noch alles von denen an? Würde ich den zerstören? Um 3 Schaden zu sparen, ja. Wir müssen gerade ein bisschen unser Leben schonen. Sonst sieht es sehr übel aus. Okay, wir können den auch zerstören. Gut für uns. Ja, wir müssen auf jeden Fall ihn zerstören. Den. Den. Und in dem Fall, weil ich es nicht. Das sind 7 Schaden. Wenn wir Pech haben, sind wir tot. Aber ich brauche auch mal einen Pressekator. Ja, leider nur noch 2 Leben, wenn er angegriffen hat. Und er muss uns 2 Leben noch abziehen. Ja, so kann das. So. Okay.
Und, oh, traut er sich, die letzte Rune zerstören. Okay, können wir zerstören. Wieder eine Karte von ihm. Aber wir müssen auch die dabei reinsetzen, jetzt theoretisch. Traurig. Wenn er eine Karte hat, die bei mir was zerstört, bin ich tot. Definitiv. Ja, vielleicht hätte ich den vor... Ups. Egal. Ein unglücklicher Fehler. Na gut. Ach, jetzt habe ich... Ich wollte die Mumie aktivieren. Ach, fuck. Ups, jetzt habe ich den beschworen statt die Mumie. Weil 357, der 35 hätte alles hier reinsetzen müssen. Das war ja aktuell der Plan. Ups, habe ich gefailt. Kann passieren. Ja. Wenn wir Pech haben, wenn wir all unsere Siege, die wir hier drin hatten, verloren haben und nochmal mal verlieren, kommen wir in die Schlange. Wenn man in der Schlange verliert, verliert man die ganzen Ranks. Das heißt, das Ziel ist es, nicht so viel zu verlieren, sondern zu gewinnen, logischerweise. Und das werden wir jetzt in dieser Runde tun. Wir werden gewinnen, weil wir eigentlich ein gutes Deck haben. Wir hatten eben das Pech, dass er sein Feld richtig vollgebauscht haben konnte und wir dagegen nichts machen konnten. Wo wir eigentlich sehr viele Karten haben, die dagegen hätten was machen können. Okay, die behalte ich einfach, weil wir den da plus den haben. Das sind zwei und den da, falls er irgendwas beschworen hätte. Ich würde sagen, wir beschwören den tatsächlich dahin. Es gibt immer einen Plan. Weil er wird entweder so oder so zerstört. Seht ihr, wieder Intelligenz und diesmal noch grün dabei. Da, Intelligenz, Feuerblitz. Huhu. Wie intelligent. Die Ausbildung ist vorbei. Dann beschwören wir unseren Strayer. Why not? Er ist gerade in einer Situation, wo er handeln muss. Und nächste Runde haben wir den. Im besten Fall zwei. Oh, das ist noch besser. Wir zerstören den einfach als Schutzschild. Kann er einer Kreatur geben? Ich finde es gut, dass wir diese Karten haben. Bums. Und sie gibt jedem Kreatur, die beschworen wird, plus eine Stärke dazu. So, haben wir, glaube ich, vorhin, habe ich vorhin nicht erwähnt, kann das sein. Jetzt seht ihr es nochmal, falls ihr es vorhin nicht mitbekommen habt. Ja. Die da, dafür bräuchten wir die Mumie. Die wäre gut gegen diese Karte. Haben wir aber nicht. Deswegen machen wir jetzt das hier. Und gehen voll auf Angriff. Bums und Bums. Das ist mir nämlich egal. Und wir kriegen Leben jedes Mal, weil jedes Mal, wenn eine Kreatur beschworen wird, kriegen wir Leben. Das waren zwei Leben dazu. So, und sie haben Wächter. Das heißt, er muss die zuerst angreifen. Und wir haben das nochmal. Das heißt... Upsi. Okay, das heißt, der wird jetzt sterben. Ja, das ist okay. Passiert. Da wir jetzt mehr Leben haben, können wir diese Karte spielen. Und wir kriegen zwei 4-4er. Mit Wächter. Und ich würde sagen, das ist stabil. Wir sind in einer relativ guten Position. Oh Mann, der leider letzte Atemzug. Aber schon nochmal ein 3-3er. Nervig. Wir brauchen unbedingt die Mumie. Der ist auch nervig. Der lässt sich eine Karte ziehen. Letzter Atemzug. Mischt einen mit 0 Mana-Kosten ins Deck. Und wenn er die nochmal zieht, das Viech für 0 Mana kann dasselbe. Mischt auch dasselbe Zeugs nochmal rein, also. Soll er auch machen. Soll er ruhig machen. Ist ja nicht das Einzige, was ich habe. Ich würde sagen, wir gehen einfach face, so. Weil wir es können. Ja, manchmal muss auch einfach face gehen können. So, und den zerstören wir. Weil er muss den angreifen. Das ist mir egal. Wir konnten viel Damage machen. Na, können wir auf den Button klicken? Hallo. Ach, er ist schon dran. Habe ich schon gedrückt gehabt. Upsi, habe ich nicht gesehen. Und ich dachte schon, what? Wo geht denn hier ab? Ah, gut. Nebenbei, meine Frisur ist halt scheiße. Naja, passiert manchmal. Ich kann mir ja nicht jedes Mal richtig Jahre machen. Ich habe sie ein bisschen das zur Seite aber gekämpft. Fertig. Oh, genau den macht er dort. Ah, okay, deswegen logischerweise.
Also wir können die dann vernichten. Ja. 3, 5, 7. Uns fehlen quasi 5 Schaden noch. Wenn wir unsere Karte ziehen würden, die plus 1 aufs ganze Board machen. Okay, hat auch noch sowas. Schade. Das heißt, wir werden trotzdem Face gehen einfach. Aber Face. Oh, den lassen wir in Ruhe. Ja, den lassen wir auch ein bisschen in Ruhe. Einfach. Ich will nicht. Ich wollte ja doch keinen Schaden gerade machen. Dass wir auf 10 runter hat, aber nochmal eine Karte durch eine Rune bekommen. Und das ist nicht gut. Gut, wir hätten den zerstören sollen mit dem 2-2er. Weil, naja. Oh, jetzt. Ja, sowas ist auch geil. Der zieht einen rüber, plus gibt er +1/+1. Ja, das war schlecht von mir. Hätte ich den zerstört, hätte er nur einen 2-1er gehabt. Dann hätte ich den beschwören müssen. Dann hätte er das nicht machen können. My bad. My fail. Jetzt müssen wir versuchen, das Board zu zu kontrollieren quasi. Und das ist etwas schwierig. Hätte ich nicht so gefailt, hätte er jetzt nicht dieses Board, sondern er hätte es ein bisschen schlechter gehabt. Leider ist es. Das ist gerade keine Karte, die funktioniert. Ah, harter Shit. Können wir gerade nicht viel machen? Oh, das ist nochmal. Yay, der zweite für 4 Mana. Der werde ich auch auf diese auf Intelligenz umschwenken, auch wenn ich diese Karte sehr geil finde. Na, was willst du jetzt? Im Moment verlierst du tatsächlich jedes Mal 2 Karten. Wir haben allerdings auch noch 9 Karten, die zerstören oder umwandeln. Also theoretisch müsste noch was gehen. Ja, der kriegt jetzt jedes Mal einen Angriff dazu. Ist ärgerlich, kann ja auch nichts verändern. Der macht mir 6 Schaden, 10, 12, 16, 19 Schaden im Moment. Hm. Dann hätten wir noch 11. Naja, Quatsch. 7. Wenn er ihn aufpushen könnte. Ja, okay, er macht das jetzt. Er will natürlich das Feld kontrollieren, weil er gerade in einer besseren Situation als ich bin. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit nicht angreifen. Also er greift jedes. Oh, okay, diese Karte ist unfair. Wenn die einmal durchkommt, haben wir verloren. Weil die gibt 4 plus. Kriegt +4/+4. Yay, wow. Das ist unnötig, aber gut. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Die kommt etwas zu spät. Wir haben 3 davon. Wir haben theoretisch 6 Karten, die aufbuffen. Einmal diese Kreatur plus das hier. Wow. Jetzt ist ein 8-8er. Hm. Ja, und er kriegt natürlich Leben dazu. Leider. Wow, natürlich hat er. Okay, wir müssen die hier hinpacken. Die gibt uns eine Karte, wenn wir Rune zerstört ist. Das Gute ist, da kommt sie jetzt erstmal nicht dran vorbei, außer man hat natürlich entsprechende Handkarten. Aber hier, das macht noch. Ja, okay. Er hat eine Handkarte, eine entsprechende. Ja, der darf auch noch mal einmal angreifen. Oh, wo sind denn unsere 9 Karten? Wir haben 9 Karten, die was zerstören oder. Ja, okay. Wir ziehen mal hier und schauen, ob wir diese ziehen. Nein, wow. Hm. Ja, können wir aufgeben. Das ist aber lächerlich. Wenn man nichts zieht, dann zieht man eben nichts. Ja, hm. Ja, hm. Wir können den zerstören oder den. Bums. Und hoffen, dass wir keine 12 Schaden kriegen. Weil er daran vorbei muss, theoretisch. Und ja, jetzt können wir. Wow, okay, wir haben verloren. Aber sinnlos verloren. Weil wir eines von 9 Karten nicht gezogen haben. No. Aus diesen 30 Karten noch. Das ist, ich würde sagen, richtig schlecht gelaufen. Ihr seht, ich habe vorher aber 6 oder 7 Siege hintereinander gehabt. Und jetzt passiert eben auch mal sowas. Kann passieren. Dieses Spiel ist eben so. Vor allem, wenn man aggressiv spielt, kann das passieren. Ja, aber ich hatte eben 9 Karten im Deck, die seine Karten eigentlich zerstören oder umwandeln.
Wenn die nicht zieht, ist das lächerlich. Das war, als ob er seine Karten nicht gezogen hätte, die aber gezogen hat. Seine Zerstörungskarten. Ah, Mann, wenn wir eine Aktion auf der Hand haben, kriegt der plus eins dazu. Ziemlich gute Karte. Wenn man denn eine Aktion auf der Hand hat, ich spiele ziemlich viele. Wahrscheinlich 15 oder 20. Oh, wir spielen gegen Legend Player. Yay! Legendenplatz Nummer 59. Er spielt grün und Ausdauer, also Geschicklichkeit, Ausdauer. Mal sehen, was das wird. Ja, er ist der Erste, der spielt und überlegt wieder ewig. Hey, was muss ich denn machen? Ich bin Heavy Field. Heavy Yield. Wow, er hat endlich gecheckt, dass er da eine von 9 Karten gezogen. Wow. Und? Ist es sogar eine Dings? Eine wertvolle Unterstützungskarte. Sehr nice. Damit könnten wir den spielen für mit Buff, mit seinem Aufbuffen. Ja. Der zieht ihm eine Karte, das ist okay, wir zerstören die Karte. So, der gibt uns Leben dazu. Hätte ich gerne mit irgendwie aufgebufft, aber na gut. Irgendwann hätte ich den hier reinpacken sollen, weil jetzt habe ich meine Angriffsstärke getrennt. Ja, und deswegen, wegen sowas. War das vielleicht nicht die beste Idee? Und weil ich die Karte eigentlich habe. Liegt es nicht persönlich? Ja, wir könnten den noch spielen. Weil die beiden besiegen den theoretisch. Und in diesem Deck kann man zumindest davon ausgehen, er hat keine Karte, die aber für einen Mana 2 Schaden macht. Yay! Also, positiv. Heißt, wir haben gute Chancen, sag ich, zu gewinnen, theoretisch. Oh, er möchte unsere Marke. Ja, okay. Kann er machen. Stört mich jetzt nur leicht. Da, schön Face. Okay, wir könnten den zerstören, aber ich finde das nicht sinnvoll. Die Karte ist nicht so mächtig, dass man die zerstören muss. Zerstört eben die Karte. Wow. Wir wollen lieber andere Ziele wie den zerstören. Jedes Mal, wenn er einen Mana gepusht bekommt, jetzt, ja. Wir zerstören den, weil der wird sonst aber zu buffig. So. Nächste Runde spielen wir den oder einfach den wahrscheinlich sogar, weil wir mehr Leben haben. Dann kriegen wir 2 wieder davon. Wir können auch den aber spielen. Wenn wir einen meiner Kreatur noch bekommen, würde ich den spielen. Yay, hat den wieder. Der ist nämlich. Eigentlich ist er scheiße, aber er zieht eine Karte. Da hat er sie jetzt alle 3. Seht ihr, was für ein Deck er spielt. Eins, wo er dauernd solche Karten hat. Ich mag die irgendwie nicht. Oh, das ist ziemlich gut, ja. Zack, zack. Ich werde dennoch nicht mit ihm angreifen. Einfach weil ich ihm die Wahl sinnlos ist irgendwie, ich weiß nicht. Wenn er eine andere Karte benutzt, um ihn zu zerstören, okay. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Den können wir zerstören, der ist ein bisschen zu mighty im Moment. Oder? Hm. Nicht unbedingt. Wir könnten auch deaktivieren, aber der ist okay. Für 6. Wir haben diese Karten alle auf der Hand. Wir könnten später jetzt den. Zerstören wir eine Kreatur von ihm. Für 3 werden wir dann. Achso, wir haben ja schon die für 4 Mana benutzt. Das war auf jeden Fall die bessere Alternative. Ja, 5-2er. Ja. Gibt ja noch 5 Gesundheit wieder. Oh, die ist gut. Die gab ihm tödlich. Ja, da hat er tödlichen Schaden gemacht. Oh, das ist eine gute Karte. Schauen wir mal, was wir hier ziehen. Oh, das ist auch eine gute Karte. Wenn wir die jetzt spielen, können wir noch eine Karte ziehen. Komm. Lass uns Karten ziehen. Bis zum geht nicht mehr. Zack. So, auch wir können Karten ziehen in diesem Deck. Mit dem. Oh nein, er hat plus 5 Leben wieder. Da, den zerstören wir natürlich. Die wurde durch seine Legendary ins Deck gemischt. 3-mal für hier ein Mana und die zieht eine Karte. Eigentlich ziemlich unfair, aber ich entscheide nicht, was für. Der wird zerstört, Bums. So, den Rest versuchen wir plus 1 ATK zu geben. Eigentlich hätte ich den lieber nutzen sollen.
Wir geben denen jetzt einen ATK dazu, hoffe ich. Im besten Fall. Oh ja. Das heißt, wir können den einmal für umsonst zerstören und 5 Schaden reinschießen. So. Weil wir oben eben eine Willenskarte hatten. Hoffentlich eine gute. Und das hat unser Feld ein bisschen aufgepusht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass er die hat. Macht jedes Mal 2 Schild mehr Schaden. Na gut. Ah, die zerstören wir jetzt einfach. Ha, die kann nämlich super, super weise sowas zerstören. Zack. Wollen wir den? Ja, wir spielen den auch aus. Nächste Runde können wir den spielen. Dann, die gibt allen plus 1 plus 1 auf meiner, allen verbündeten Kreaturen bei mir plus 1 plus 1. Ah, das ist ärgerlich, aber ist okay. Ja, so. Und hier nochmal 3 hin. Und dann machen wir das. Kriegt er ein bisschen Schaden. Wie ihr seht, habe ich jetzt ein ziemlich starkes Feld auf jeden Fall. Weil die, solange die Karte existiert natürlich. Wenn er die zerstört, er hat nämlich Karten, wie wir vorhin gesehen haben, genau, die Unterstützungskarten zerstören. Dann ist es leider so, dass wir darauf nicht mehr setzen können. Und er, jedes Mal, wenn er eine Karte von mir zerstört, kriegt er sie wieder. Und er hat Entzug auch noch. Er kriegt jedes Mal wieder 8 Leben dazu. Hm. Das bedeutet, wir sollten vielleicht eine Karte ziehen, die ihn zerstören kann. Sonst haben wir echt ein Problem. Oh, und den, natürlich. Fürchte, wir haben wieder verloren, wenn wir nicht ziehen. Oh, mumifizieren, das ist eine gute Karte. Wir werden den aber mumifizieren müssen. Weil der aber böse ist. Weil er noch zusätzlich Karten klaut. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir demnächst nochmal irgendwas ziehen, um den zu zerstören. Sonst sind wir richtig am Arsch. Tja, da waren wir kaum Schaden geschossen, aber er hat trotzdem, weil er unglaublich viele Karten im Deck hat, die eben Schaden ihm Karten gezogen haben, hat er diesen Vorteil erwischt. Na gut, er hat nur 2 mehr als ich gezogen, aber dennoch. Oh ja, okay. Wir können nicht gegen das Deck, wie es aussieht, gewinnen. In dem Rankbereich, wo ich bin, wenn ein Spieler lauter Legendaries hat und wir nichts dagegen ziehen, haben wir verloren. Da, das macht uns 8 Schaden. 2, 4, 6. Wow. Wir können eine Kreatur von ihm töten. Ja. Oh Mann. Ah, wir können wieder 6 Schaden machen. Sehr gut. So, weg damit. Oh Mann, die macht jetzt 8 Schaden. Da macht auch nochmal. Oh ne, wenn er. Wenn er nichts wegbekommen sollte. Hey. Für jeder gegnerische Kreatur 4 Schaden zu. Wow, 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 ja. Wow, aber aufgeben können. Ich hätte aber aufgeben sollen. Wow, wie soll ich gegen sein Deck gewinnen? Echt lächerlich. Das ist. Da habt ihr mal gesehen, wie es in meinem Rankbereich abgehen kann. Der war allerdings auch Legend. Tut mir echt leid. Legend. Mit einem Deck aus lauter unglaublich krassen Legendaries. Kann ich nicht besiegen. Aber ihr habt trotzdem Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn wir weiter ranken und vielleicht diesmal auch ein paar gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.